dieser eine seltene Fisch, den es zu finden gilt. Wahrscheinlich wäre der so ja oben irgendwie am Teufelsgrat irgendwie, weil wir da haben wir glaube ich noch keinen seltenen Fisch gefunden. Der Quastenflossler, der war in den Mangroven, ne? Nicht der Meinung. Aber das andere Ding. So, du erzählst dem Händler, dass du für die vereinte Tafel am alten Leuchtturm eine Verwendung gefunden hast. Du könntest damit die Tür am verfallenen Leuchtturm öffnen? Ja, das ergibt Sinn. Hoffentlich hast du ein paar interessante Objekte für mich gefunden. Ja, habe ich hier. Gönn dir. So, das verkaufen wir noch. Das da noch. Den Sack mit Goldstücken auch noch. Und der Rest nicht. Den Rest nicht. Hier haben wir auch das letzte Stück Karte haben wir noch nie gefunden. So. Okay. So, good question. So, ja, wo düsen wir jetzt hin? Where do we go? Hier ist zum Beispiel noch so eine, hier ist eine Ecke, da sind wir noch gar nicht gewesen, oder? Ne, wir waren hier in der Ecke. Ne, da düsen wir mal hoch. Da düsen wir nochmal hin. Ich glaube auch, dass bis jetzt die ganzen seltenen Fische, die waren immer in irgendwelchen Regionen. Immer, also quasi in allen verschiedenen Regionen. Und Teufelsgrad haben wir noch gar nichts gefunden. Wenn du einen Tipp möchtest, ich ahne da was. Na dann, hör mal raus, Oma. Nee. Nee. Nein, den hab ich mir nicht aufgepasst. Ach, Mann. Ich schwör dir, was ich hier meinen scheiß Motor schrotte. Südwesten, Stellarbessern. Okay. Da finden wir den Pelikanal. Noch nicht du jetzt! Meine Güte, kann man sich nicht mal halbtot in den Hafen schleppen, ohne dass hier ständig einer auf den Pinsel geht, ey. Herrschaftszeiten, das wird doch wohl drin sein. Hab ich ihn gefunden, okay. Dann machen wir das, Oma. Vielen Dank für den Tipp. So, reparieren wir die Klitsche hier. 5200 Dinger, Alter. Das war ordentlich. Cool. So, was mache ich da unten jetzt noch den Motor ein Stück frei? Ich hab das gerade richtig gesehen. Zwei so, ja. Da könnten wir noch mal. Der macht 14 mehr. Totale Speedboot, ne, hier unterm Arsch. Oder ich hole mir, dann habe ich 19 mehr. Die sind natürlich auch cool. Ich glaube, ich denke, ich meine, das ist, glaube ich, das, was ich will, machen möchte. So, zack, alles klar. Dann holen wir uns hier noch zwei so schöne Motoren. Das da. Geht aber bloß einer, ja? Mann. Alter, habe ich nur diesen einen Motor für dich. So, warte mal, wo ist der Zeller besser? Hier? Im Sternbecken, ja? Wo soll er denn da sein? Das wäre mal interessant. Wo könnte denn der hier überhaupt sein? Ich bin doch die ganze Zeit hier mal rumgeballert, irgendwie.
Und so viele Sachen zu verstecken gibt's hier eigentlich nicht, Oma. Kannst du da bitte mit deinem Tipp etwas konkreter noch werden? Ja, mittig, oben rechts, glaube ich. Okay. Mittig oben rechts, ne? Dann düsen wir da mal hin. Natürlich. Ach, Abklingzeit. Na, dann müssen wir ein bisschen Gas geben und so. Uns dünn machen. So, Mitte oben rechts. Also hier, ja? Oder letztendlich da, wo wir jetzt sind. Hier so. Das Einzige, was man natürlich mal machen kann, man nimmt sich jetzt hier mal so ein geiles Fernrohr. Anglerfisch. Ja, aber ich weiß nicht, ob der überall gleich ist oder genau da hatte ich den. Echt, ja? Oh Mann. Und dann schauen wir uns mal um hier. Letztendlich müsste es ja, wenn auch ein einziger großer Fisch sein. So wie bei den anderen Malen. Oder ist der wirklich auf einer See? Wäre ja heftig. Nicht über die Kante. Okay. Nee, ist auch der kleine. War der tagsaktiv oder nachtaktiv? Also kann ja sein, dass wir den halt nur... Schöner. So, Moment, hier muss ich gehen. Da, hier muss ich mal ein Foto machen. Das sieht so schön aus. Ja, sorry, musste mal kurz sein. Weiß ich nicht mehr. Können wir noch rein. Das, was wir hier drin noch gefunden haben, war tatsächlich veredeltes Metall. So, und nun wird es Nacht. Vielleicht kommt er nachts raus, kann ja auch sein. Am Strand liegen einige Holzkisten verstreut. Sieh hinein! Ah, guck mal, das letzte Stück von der Karte. So, okay, gut. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen es aber mal mit, damit es leer ist. Yay, das letzte Stück von der Karte. So, wo ist der Aal? Oh, krass. Der Walhai. Sehr, sehr schön.
Schade. Ich düse mal ganz kurz rüber, damit ich mal kurz die Karte vervollständigen kann. So, mein Lager. Ich habe den Schatz da bereits gefunden. Ich kann ihn also wegwerfen. Das ist ja scheiße. Oh, na toll. Das ist bestimmt diese Truhe, die an der Kette war. Ja, nee, super. Das ist ja geil. Findest du eine Schatzkarte und dann hast du den Schatz davon schon gefunden. Ich sag mal so, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Oh. Ah, ne, Glubschkabel, yo. Gucken wir uns hier noch. Jawoll. Kleiner Mutant. Mit. Oh, Igitt und alle haben Mäuler, alle Tentakel. Das ist ja mal ekelhaft. Boah, ein ekelhafter Oktopus. Na, meine Körbe. Die ist aber voll. So, der große Seestern, der bringt tatsächlich einfach mal südvianisch, deswegen lass ich ihn mal drin. So, was mit dir? Vielleicht bringen ja die Krabben ein bisschen mehr. Also nicht, dass das jetzt hier irgendwie mega wichtig jetzt gerade wäre noch, aber... So, Quatsch. Und hier drüben ist noch einer. Körbchen. Ah, kann ich nehmen. Schade. So, machen wir es so. Warum sie denn? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Strahlenantrieb deaktiviert. Mann. So aus dem Nichts immer kommt dieses Mistvieh. So, alles verkaufen, alles verkaufen, alles verkaufen. Wunderbar. Werft. Alles reparieren, bitte. Grazie. Bene. So, fahrt zum nordöstlichen Ende des Tiefseegrabens in der Mitte der Inselgruppe. Das ist hier direkt westlich der Forschungsplattform. Westlich der Forschungsplattform findet. Warte mal. Wir müssen ganz kurz mal auf die Karte schauen. Also hier ist die Forschungsstation. Nordöstliche Ende wäre hier. Ja? In der Mitte der Inselgruppe. Das ist direkt westlich. Hä? So, ist ein bisschen. Nordöstliches Ende des Tiefseegrabens. Also entweder ist er hier oder tatsächlich hier. Das ist ja cool. Na okay, wir probieren es einfach mal. Düsen wir dahin. Was haben wir zu verlieren? So, dann wären wir quasi westlich. Der Forschungs... Ich dachte, nein, wir gehen ein Foto machen jetzt hier. Möchte fliegen, bitte. Von diesem schrecklichen Wirbelsturm. Nee, das hat nicht. So, der jagt uns nämlich. Mistding. Schauen wir mal kurz, hier vorne, das Schiff. Mal schauen. Okay, er ist weg. Wunderbar.
So, ja, hier ist jetzt quasi das absolute nordöstliche Ende dieses Grabens. Wenn wir jetzt noch weiter westlich sein wollen, also westlich der Forschungsstation, die ist da. Dann sind wir hier irgendwo. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Nee, auch nicht. So, okay, und hier lag die Fotoausrüstung. Nee, auch nicht. Aber es steht ja auch in der Mitte der Inselgruppen. Was? Nee? Meinst du an dem Punkt hier oder was? Das quasi, also dass die Forschungsstation westlich von uns ist. Okay, gut. Probieren wir es aus. Das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen mal ganz kurz schauen, ob der Oktopus denn weg ist. Müssen wir mal kurz mal vertreiben. Also halt, Oktopus ist gut. Fetter Monster in der Mitte. So, Generator, einmal anschmeißen bitte. Abschreckungsmaschine aktivieren! Und los geht's. So, und ablegen. Da ist er. Da ist er, Oma. Der Pelikanal. Ein wunderbar hässliches Ding. Fantastisch. Vielen Dank, liebe Oma. Wir haben es geschafft. Yippie. So, auf zur Händlerin hier hinten. Und damit haben wir dann auch den letzten Auftrag erledigt. Fahnenhändlerin. Hallo, willst du ein bisschen plaudern? Wegen der seltenen Fische. Hm. Ich habe einen Pelikanal gefangen. Ah. Das ist eine gute Nachricht. Das sind gute Nachrichten. Das ist wohl ein einziger Eintrag. Da ist wohl ein neuer Eintrag fällig. Hier, für dich. Es könnte dir von Nutzen sein. Ja, nee, eigentlich nicht mehr. Eigentlich nicht mehr. Aber nehme ich trotzdem. Danke. Das sind wirklich alle. Wow. Dass ich meine Aufzeichnung mal abschließen würde. Gibt es noch etwas, worüber du sprechen willst? Ne? Was denkst du über das Sternbecken? Was für ein schönes, glasklares Wasser. Schade, dass ich mit dem Boot hier nicht weiterkomme. Ich bin an den Korallen schon einmal auf Grund gelaufen. Hm. Hast du dir das verlassene Resort im Osten schon angesehen? Das ist ziemlich beeindruckend. Wahrscheinlich gibt es dort auch viel zu finden. Unglaublich, wie schnell das verfällt und kein Mensch sich darum kümmert. In ein paar Jahren sind die Pontons wahrscheinlich auch weg. Aber das ist eben der Lauf der Dinge. Gibt es noch was? Ich brech mal auf. So, und damit haben wir alle. Also wir haben tatsächlich zwei Sachen noch nicht gefunden, so wie es hier aussieht. Und wir haben jetzt nur noch derzeit das Relikt abzugeben. Ich würde sagen, wir machen es. Wir tun es. Wir geben es ab. Aber bevor wir das tun, pimpen wir unser Boot nochmal bis unter Dach. So, zack. Zwar, ich will noch den letzten Strahlenantrieb haben. So. Verkaufen, weil brauchen wir nicht mehr. Verkaufen. Achso, den müssen wir auch mal verkaufen. Jetzt ist hier nochmal zum hässlichen Fisch unterwegs. Boah. So, 393, wunderbar. Im Lager haben wir noch die Karte. Ach, das brauchen wir halt nicht mehr. So, und damit können wir jetzt schön zum Kollektor sammeln. Zum Kollektor sammeln, ja genau.
zum Kollektor ballern. Mann, der geht jetzt aber gut ab, ey. Ich muss mir überlegen, wie dieses Boot am Anfang rumgeklippert ist, ey. So, ein bisschen aufpassen, ich gleich wieder einen Motorschaden verursachen. Achso, das ist immer noch die Abschreckmaschine, die da läuft. Oh, wie der ballert, Alter. Ist ja eine reine Freude. Junge, Junge. Chat, einfach mal aus Spaß. Was wären denn noch für zwei Missionen eigentlich gewesen? Ja. Wenn wir jetzt hier mal schauen. Kajüte, Mission. Bei den Missionen. Erste von der zweiten Reihe und von der vierten Reihe der zweite. Was wären das für Missionen gewesen? Wisst ihr das? Schöner Fisch. Ach, hey. Ich sag mal, wie das ist. Ich denke, der ist einfach ähnlich. Dieser scheiß Fisch ist einfach ähnlich. So, also, wir verkaufen noch schnell letztes Mal jetzt den Fisch. Reparieren noch mal schnell alles. Und dann machen wir auf zum Kollektor. Naja, geht das Spiel noch komplett weiter hier. Ich denke nur, dass das fertig ist. So schön. So, zack. Mit Öchen, mein Großer. Und Schussbauerin einmal noch mal bitte reparieren. Danke sehr. Nö. Ja, hätte sein können irgendwie, wenn ihr das halt selber auch schon mal gespielt habt. Voll schönes Spiel, absolut. Also ich konnte jetzt auch ehrlich gesagt nicht warten irgendwie mit dem Spiel eine Woche. Deswegen hatte ich gestern auch schon mal einen Stream gemacht und selbst heute nochmal, war alles nicht geplant. Aber dieses Spiel hat es mir einfach angetan. So, auf zum Sammler. Du steigst die kaputten Stufen zum alten Anwesen hoch. Die Wellen türmen sich auf und brechen gegen die dich umgebenden Basaltsäulen. Du zögerst kurz, bevor du die Schwelle übertrittst. Überreiche das Relikt oder verbirg das Relikt. Ach, hey. Jetzt können wir es noch entscheiden, oder was? Tja, ich würde sagen, wir übergeben es. Wir haben sie alle gesammelt. Warum sollen wir jetzt das letzte verstecken? Ihr kommt. Und während er näher kommt, höre ich ein unablässiges Ticken. Du hast die Taschenuhr. Du holst die Uhr heraus. Die zuvor gefrorenen Zeiger winden sich nun in einem rhythmischen Kampf. Sie wollen sich weiterdrehen, doch es gelingt ihnen nicht. Du legst die Uhr dem Sammler vor. Obwohl es schon Jahrzehnte her ist, dass ich diese Uhr zum letzten Mal sah, ist das Geräusch des Uhrwerks nicht eben angenehmer geworden. Und damit wären unsere Sammlung komplett. Ich muss zugeben, ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass du die nötige Entschlossenheit für diesen Job besitzt. Nun, da diese 5 Relikte endlich in unserem Besitz sind, bleibt nur noch eins. Wir werden sie bald wiedersehen. Dann zahlt sich all die Mühe aus. Das weißt du. Was soll ich wissen? Ja, ich weiß noch nichts eigentlich, aber tut mir leid, ich muss doof fragen. Was soll ich wissen? Es wird schon bald offensichtlich sein. Wir müssen eine letzte Reise unternehmen. Diesmal begleite ich dich. Point of no return, Freunde. Point of no return. Ich brauche noch etwas Zeit, um mich vorzubereiten, oder ich bin bereit. Chat, sind wir bereit? Ich muss noch mal einen Schluck Kaffee nehmen.
Holy moly. Aufi. Aufi! Du sagst das. Achtung, du trittst in die letzte Phase des Spiels ein. Dein Fortschritt wird ab jetzt nicht mehr gespeichert. Möchtest du fortfahren? Nein! Ja, wir wollen. Achtung, letzte Warnung. Oh, der Hunde nochmal. Oh, scheiße. Ja, ich möchte. Die Relikte nehmen wir mit. Wir müssen warten, bis der Nebel dichter wird. Mit ein bisschen Glück bemerkt das Meer nicht, dass wir, was wir vorhaben. Auf den richtigen Zeitpunkt warten. Oh, scheiße. Jetzt. Unsere Zeit ist die weite... Was? Unser Ziel ist die weite Öffnung im Westen von Großmark. Es ist auf der Karte markiert. Wir dürfen uns mit einer so wertvollen Fracht nicht lange auf offener See aufhalten. Beeil dich. Seine Gestalt verschwindet aus dem Spiegel. Es läuft dir kalt den Rücken herunter, als du dich umdrehst, um zu gehen. Der Sammler ist bei dir. Na! Okay. Da müssen wir hin. Ja, ich denke, das Netz kann ich jetzt auch einholen. Ich glaube, das werde ich jetzt nur nicht mehr brauchen. Ich werde mal so machen. Okay, Leute, das ist der Punkt. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Und dank unseres Strahlenantriebs sind wir auch sehr schnell dort. Und wir sind da. Hier war es. Hier wurde sie uns genommen. Hier können wir sie endlich zurückholen. Nur hier und nur, weil wir so viel erreichen konnten. Und du öffnest das Buch. Die Seiten sind von einer dünnen Eisschicht überzogen. Und um deine Hände wabert ein feiner, kalter Nebel. Du beginnst laut vorzulesen. Um eine Verlorene zu erlösen, erstarrt in der Zeit. Du wirfst die Taschenuhr über Bord. Und mit Ketten in der Tiefe gefesselt. Du wirfst die Halskette über Bord. Binde sie einmal mehr an diese Erde. Du wirfst den Ring über Bord. Öffne das Tor zum Sternenhimmel. Du steckst den Schlüssel in das Schloss der Musiktruhe. Und bette die müde Welt zur Ruhe. Du wirfst die Musiktruhe über Bord, ohne den Schlüssel umgedreht zu haben. Oh nein, was, das war das Ende? Oh komm, echt jetzt? Oh nein, Großmark. Großmark brennt. Der Leuchtturm ist im Arsch, Alter. Alles ist im Arsch. Oh nein. Jetzt werden wir alle sterben. Oh, Käse, nee. Oh, das ist aber doof. Scheiße, okay. Ja, Leute, wir haben das Bad Ending anscheinend freigeschaltet. Oder ich weiß nicht, ob es noch ein anderes Ende gibt. Aber es kommt mir jetzt nicht wie ein Happy Ending vor. Aber das war
Dredge bei uns hier auf Benny und Steve. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen gekrümmten Haken, je nachdem, was ihr an der Hand habt oder am Stumpf. Wir würden uns dann natürlich gerne über einen Kommentar freuen und hey, unterstützt den Kanal mit einem Abo, falls ihr es noch nicht habt, und wir sehen uns dann zur nächsten Angeltour wieder. Bis dahin, Petri heil. Und Rüdiger, meinst du, der Fischer kommt nochmal vorbei? Er wollte doch alle Missionen fertig machen. Keine Ahnung, Detlef. Ich weiß nur eins. Ich hab tierischen Kohldampf auf Fischstäbchen. Verdammt.